hat eigentlich mit einem Gag angefangen, weil wir haben es so ein bisschen im Internet gesehen, da kam ein anderer Kollege auf die Idee, XY, wer auch immer. Und dann kam die Idee, weil wir sowieso für Ostern Hasen am Gießen waren, komm, wir machen mal ein paar mit Maske. Und die habe ich wiederum ins Internet gestellt und dann fing die Nachfrage an. Ich glaube, die Situation wird ja vielen lange Zeit in Erinnerung bleiben. Im Prinzip mehr negativ als positiv, aber die Hasen machen ja gerade für die Osterzeit noch mal ein bisschen, bringen einem Schmunzeln ins Gesicht. Schokolade, die hält sich relativ lang, wenn man so bei der richtigen Temperatur lagert. Man kann sich das Häschen auch in einem kühlen Raum ins Regal stellen und jahrelang da stehen lassen, da verändert sich nichts. Aber irgendwann, wenn die Schokolade anfängt grau zu werden, sollte man sie vielleicht nicht mehr essen. Viele Leute, die es auch für unsere, in Anführungsstrichen, Alltagshelden momentan gekauft haben, für Krankenschwestern und Co., die ja mit dem Mundschutz auch recht viel zu tun haben.